ist alles okay. Alter, dieses Boot, Laura, ich muss da drauf. Komm. Okay. Was machen wir jetzt hier? Ja, es ist ein Forschungsschiff. Ich würde sagen, wir suchen jemanden, der uns erklären kann, was hier los ist. Okay, dann gucke ich schon mal unten. Bis nachher. Bis nachher. Ich treffe jetzt hier Professor Fisbeck, der ist dauernd mit solchen Forschungsschiffen unterwegs und der kann mir bestimmt erklären, wie genau hier eigentlich geforscht wird. Herr Professor Fisbeck, wie oft waren Sie denn schon mit Schiffen wie diesem hier unterwegs? Gute Frage. Na, ich würde mal sagen, so vielleicht 20 Mal auf Expeditionen, teilweise eine Woche, manche 4 Wochen. Aber meine längste Reise war über 6 Wochen in die Antarktis mit einem Eisbrecher. Es war wunderschön, in der Antarktiswelt zu sein, weit weg von vielen Menschen, zwischen natürlich dann dort den Pinguinen, den Eisbergen, Meeresforschung zu betreiben. Das war ganz Besonderes. Und sind Sie dann der einzige Forscher an Bord oder ist ein ganzes Team bei? Auf dem Forschungsschiff haben wir die naturwissenschaftlichen Forscher, Physiker, Chemiker, Biologen und Geologen, die sich direkt mit den Messungen des Ozeans beschäftigen. Aber in unserem Forschungsnetzwerk hier in Kiel, dem Exzellenzcluster Ozean der Zukunft, beschäftigen wir uns dann mit der naturwissenschaftlichen Meeresforschung, aber auch mit den gesellschaftlichen Fragen. Also mit Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften, Ökonomie, aber auch das Meeresrecht. Denn diese Dinge braucht man in der Zusammenschau, um zu verstehen, wie das Meer sich wandelt, wie es reagiert auf den Klimawandel, auf Überfischung, auf Ressourcenabbau. Und wir versuchen sozusagen die Zukunftsfragen des Ozeans in einer Gemeinschaftlichkeit zu untersuchen. Wie genau funktioniert denn diese Forschung hier auf dem Boot? Ich selber bin ja physikalischer Ozeanograf und wir fahren mit so einem Schiff wie diesem dann raus aufs Meer, halten an und lassen dann Geräte am Kabel runter in zu großen Wassertiefen, 2000, 3000 Meter. Die messen elektronisch Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoff, Druck. Die Daten kriegen wir sofort aufs Schiff und können uns die angucken und nehmen dann auch mal diskrete Wasserproben auf dem Weg nach oben und können die dann auf dem Schiff analysieren. Das geht mit dem Forschungsschiff. Aber Sie können sich vorstellen, wir haben einen Riesenozean, wenige Schiffe. Wenn man mehr Daten haben möchte aus dem Meer selber, nutzen wir heute zunehmend roboterartige Systeme. Dort gibt es 3 Systeme. Da gibt es einmal Verankerungen, die wir im Meer haben. Da gibt es 3000, 4000 treibende Bojen, das Argo-System. Und die modernsten, die wir haben, das sind Gleiter, das sind Segelflugzeuge unter Wasser. Die können nicht nur rauf und runter gehen, sondern die kann man auch so ein bisschen steuern. Und dort können wir genau sagen, wo die hinfahren sollen, was die messen. Das ist schon fantastisch, was man heute kann in der Meeresforschung, dass man zu dem Schiff mit Robotern sehr viel mehr Informationen aus dem Meer bekommt. Und wenn Sie diese ganzen Daten haben, was genau machen Sie damit? Wir kriegen eine zunehmende Menge von Daten durch diese schiffsgestützten Systeme, Robotersysteme, aber auch aus der Fernerkundung mit Satelliten. Und wir werten die selber aus, um zum Beispiel zu sehen, wie funktioniert das Meer? Wir entdecken neue Dinge. Wenn wir verstanden haben, wie das Meer funktioniert, dann gucken wir uns aus den Daten selber an. Sieht man einen Wandel? Sieht man eine Änderung? Aber diese Daten werden auch benutzt, um Ozeanmodelle und Klimamodelle zu füttern. Und mit dieser Datenbasis kann man dann eben auch Vorhersagen in die Zukunft wagen. Und da wird Ihnen nachher meine Kollegin Frau Professor Mattis noch ein paar Worte zu sagen. Vielen Dank, Herr Fisbeck. Zurück zu dir, Luca. Vielen Dank, Laura. Und ich bin jetzt hier an Deck mit Frau Professor Mattis. Was passiert jetzt mit den ganzen Daten, die Sie von Professor Fisbeck bekommen? Wir benutzen die Daten, um die Klimamodelle anzutreiben und den Startbedingungen zu geben. Dafür brauchen wir globale Daten. Und im Gegensatz zu Professor Fisbeck sitze ich den ganzen Tag am Computer und versuche, die Atmosphären- und Ozeanzirkulation 100 Jahre in die Zukunft zu simulieren und zu verstehen, wie sich zum Beispiel die thermohaline Zirkulation ändert. Das ist ein globales Ozeanförderband, was 4 von 5 Ozeanen verbindet und welches warmes Wasser nach Norden transportiert und kaltes Wasser nach Süden. Und wie genau treffen Sie jetzt Klimavorhersagen? Wir treiben das Modell an mit zum Beispiel Treibhausgasanstiegen, rechnen verschiedene Szenarien in die Zukunft und können dann anhand des Modelloutputs erkennen, wie sich Atmosphären- und Ozeanzirkulationen ändern. Und können Sie sagen, welchen Einfluss der Mensch in der ganzen Geschichte hat? Das Gute ist in dem Modell, dass wir den Mensch einfach ausschalten können und wir können einfach nur natürliche, zum Beispiel die Sonneneinstrahlung oder Vulkaneruptionen vorgeben. Und dann können wir einen weiteren Modelllauf machen, wo wir den Mensch wieder anschalten. Und so können wir verstehen, welcher Einfluss von natürlichen Faktoren und menschgemachten Faktoren kommt.
Jetzt schauen Sie schon so weit in die Zukunft, aber wie präzise sind denn die Aussagen, die Sie da treffen können? Es sind noch relativ große Unsicherheiten und verschiedene Modelle sagen auch verschiedene Dinge. Wir können ganz gut in die nächsten 10 Jahre schauen. Wenn wir dann bis 2100 rechnen, dann sind die Unsicherheiten sehr groß, weil wir es auch nicht mit einem recht langen Beobachtungsdatensatz zu tun haben und das nicht vergleichen können, die Modelldaten und die Beobachtungsdaten. Es gibt also noch sehr große Unsicherheiten. Frau Professor Mattes, vielen Dank für das Gespräch. Und Luca, möchtest du jetzt auch mal auf so einem Forschungsschiff arbeiten? Wenn ich könnte, sofort. Ich fand nämlich super spannend, was Professor Fisbeck uns da erzählt hat über die ganzen Expeditionen, zum Beispiel in die Arktis und das 6 Wochen lang. Voll mein Ding. Und vor allem das mit den autonomen Robotern, die in den ganzen Weltmeeren unterwegs sind und in Echtzeit Daten liefern. Was ich aber auch überhaupt nicht gedacht hätte, ist, dass wirklich 4 von 5 Ozeanen durch Strömung miteinander verbunden sind. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Förderband. Im Grunde ist das Globalisierung unter Wasser. Und wie sich diese Zirkulation verändert, das simuliert Professor Mattes in verschiedenen Zukunftsmodellen. Aber auch diese Modelle sind natürlich nur mögliche Szenarien. Es bleiben viele Fragen offen und genau das macht es so spannend. Und wenn ihr das Thema genauso interessant fandet wie wir, dann liked doch unseren Channel DFG bewegt. Und wenn ihr dieses Video gerade bei YouTube gesehen habt, dann schreibt uns doch hier unten in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir sind raus, oder? Genau, macht's gut.